Hallo und herzlich willkommen zurück zu Code Vein. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Mamfi und wir starten durch. Als nächstes würde ich sagen, suchen wir uns nochmal die Tür auf, gucken, nachdem wir jetzt den Bossgegner besiegt haben, ob die nun aufgeht und wir durchgehen können. Wenn nicht, schauen wir mal nach einem anderen Weg. So, als erstes klären wir uns wieder den Torwächter hier weg. Müsste ja recht einfach gehen. So, nachdem wir den großen Boss bezwungen haben. Mal gucken. Ja, okay, Erkennungsmarke verwendet. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir irgendwas wie eine Erkennungsmarke irgendwie gedroppt bekommen haben von dem Bossgegner, aber anscheinend ja. Schön. Und jetzt laufen wir eine schier endlose Treppe nach oben. Nein, wir sind angekommen. Okay. Lauf nicht zu weit vor. Ja, Yakumo, du musst einfach mal ein bisschen schneller sein. Eine Treppe nach unten. Halte den Augen offen nach einem Weg nach unten. Machen wir. Yakumo, oh Mann. Er hat auch mal seine Texte. Ist das ein langer Weg. Okay, oh, eine Mistel erwartet uns am Ende dieses langen Gangs. Und wie ich es erwartet habe, sind wir jetzt in einem anderen Gebiet. Statt des Flammenregens. Okay, das dachte ich mir schon bei dem langen Gang, den wir gegangen sind. Keinerlei Monster, keinerlei sonstigen verzwickten Kurven. Wir mussten einfach nur geradeaus durchlaufen. Mistel betätigen. Ich frage mich, warum die Stadt des Flammenregens heißt. Warum wohl? Oh, guck mal. Hey, wow, das war, warum bist du Flammenresistenz? Hallo? Gemein. Okay, damit habe ich null gerechnet. Aber was ist das? Wow. Okay. Hopp und oh, 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 wir kriegen einen Schaden, okay. Oh nein, und Gegner. Was passiert? Ich bin auf einmal richtig langsam gewesen. Okay. Oh. Da wird einen ja schon beim Zusehen verdammt heiß. Da hinten ist Loot, oder ist es eine Falle? Ich bin auch ab und zu mal gut gegangen, dann war das eine Falle, wie vorhin. Deswegen schön achtsam sein. Ach, was soll's, sollen sie kommen, die Gegner. Ich kassiere zwar jetzt Schaden, aber ist mir egal. Oh, es ist viel Schaden. Oh, okay. Aber Königenstahl bekommen. Hey. Egal. So, jetzt wieder hoch. Und weiter geht's. Da hinten ist noch was. Da gegenüber auch. Da kann ich aber nicht lang. Ah, schnell hier rüber. Oh Mann, dass es Schaden gibt. Hilfe. Ist nicht gut. Ist kein gutes Kampfbattle. Obwohl die Ambiente ist an sich für einen Kampf nicht schlecht. So, schnappen wir uns das hier auch nochmal. Königenstahl. Oh, da haben wir einen großen Gegner. Oh, ha, ich habe ihn gesehen. Das ist doof mit der Glut auf dem Boden. Das macht uns Schaden. Müssen wir echt aufpassen. Okay. Dahinter ist doch definitiv irgendwas, ja. Skatak-Überreste, okay. Oh, wow, zieht das viel. Okay, mal eben voll healen. Jetzt kommt da ein Gegner an, will ich mich gerade healen. Ach, Yakumo macht das schon. Alles klar. Dann können wir uns voll healen. Oh, und Loot Drop. Dankeschön. So, hier ist eine Leiter, das ist aber nicht die, die wir vorhin gesehen haben. Die kann ich runterlassen. Vielleicht eine Abkürzung, falls wir mal wieder runterfallen oder falls wir drauf gehen. Talentbeschleuniger, was ist das? Okay, das erhöht das Einsatztempo unserer Talente. Loot, 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 Loot. Und Gegner natürlich. Selbstverständlich, aber die sind schwach, die sind sehr schwach. Dafür macht die Glut halt genug Schaden für die, ne? Ich will da nicht durchlaufen. Egal, was soll's. Wir laufen da durch. Wir laufen aber weiter, damit wir erstmal wieder auf normalem Boden sind und uns nicht die Füßlein verbrennen. Okay. Das macht nämlich ordentlich Schaden auf die Dauer. So. Ab die Leiter runter. Wow, okay, wie soll ich hier einfach durch? Ah, wow. So, okay, ich hätte warten müssen. Keine Geduld. Die anderen hinten. Ach, die Lava, ne? Die kam aber auch in dem Moment hoch. Ich Glückspilz. Also die Gegner sind wirklich nicht stark, aber dafür muss man hier echt auf die Umgebung aufpassen. Die könnte einen nämlich auch erledigen. Okay, hier haben wir zum Beispiel zwei Gegner, die sind gar nicht mal so schwach. Yakumo wird uns wieder hochheilen. Yakumo wird uns wieder... Nevermind. So, hier ist unser Dust.
Auf dem Weg zurück zu unserer, naja, Todesstelle, sag ich mal, ist mir aufgefallen, dass Giacomo scheinbar keinen Feuerschaden erleidet. Typisch KIs. Die haben immer ihre Vorteile. Aber auch ihre Nachteile. So, Giacomo hat da hinten noch einen Gegner erfasst. Den machen wir mal eben. Egal, kriegen Flammenschaden. Ist egal, wir heben das mal eben auf. Und jetzt aber flott weiter. So. Unsere letzte Mistel ist nicht allzu fern weg, aber trotzdem wäre ich froh, wenn wir demnächst mal eine finden. Ich meine, weit ist sie jetzt nicht weg, ne? Aber gucken wir mal. So, hier in dem kleinen, in der kleinen Gasse. Chemisches Licht, alles klar. Brauche ich. Oh, was ist jetzt? Oh, wir haben noch keine Mistel gefunden. Wenn jetzt tatsächlich ein Boss kommt oder so, ist nicht gut. Dann muss ich immer die ganzen Stadt einmal hindurchlaufen. Was für ein schrecklicher Ort. Mildo, ach der. Der Mildo. Wo ist er denn? War das eine Erinnerung? Ach, da unten liegt so ein... Ach, habe ich gar nicht gesehen, da unten. Da lag wieder so ein Überrest. Lag da. Schaffst du das? Kein Problemchen. Das ist ja nur so ein kleines Ding. ミド様、器の準備が整いました。この神害は未来を開く種、人類の新たなる可能性の方眼の時だ。 エミリス、侵害の適合を開始。敵の率、順調に推移しています。素晴らしい。自ら志願しただけのことはある。咲かせてくれ。綺麗な花。棺は完成した。さあ、次に進化の階段を登るのは君だ。私ですか。 So müssen die Erinnerung immer machen, finde ich. Das war jetzt richtig gut gemacht. So sollten sie die Erinnerung immer abspielen lassen. Nicht, dass man so rumläuft, sondern so ein paar Szenen. So ein bisschen Cinematic-Style. Emily. Okay. So sollen die Erinnerungen immer mal gemacht werden. Finde ich viel besser, als wenn man da durchläuft. Finde ich gut gemacht. Ist halt so ein bisschen Cinematic-Style. Halte durch. Willkommen. Zusammen mit Giacomo. Gut, dass wir den jetzt als Partner haben. Aber welcher Partner könnte besser sein als unser guter Giacomo? Ganz ehrlich. Oh, wer ist das denn? Das ist ein Boss? Okay, nein, du bist kein Boss. Nein, definitiv nicht. Dann würdest du ein kleines bisschen mehr aushalten. Aber du bist auch nicht schwach. So viel ist auch klar. Also er hält sehr viel aus. Oh, wow, ich wollte gerade ausweichen. Danke, Giacomo. Ich muss mich mal eben heilen. Der kam jetzt etwas überraschend, der andere. Nein, 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 das dürfen wir nicht machen. Nein, was ist passiert? Meistens werden die Gegner dann immer stärker, wenn die sowas machen. Okay, ich fall um. Giacomo könnte mich heilen. Tut es auch. Und jetzt schnell raus hier. Oh, ich hab gar nicht... Auf dem ersten Blick habe ich gar nicht gemerkt, dass mir das Schaden macht. Schaden zufügt. Okay, wenn ich nochmal so einen Gegner sehe... Giacomo kommt mich gerade noch healen. Danke dafür. Deswegen bist du mein Partner. Unter anderem. Das ist der Giacomo. So, Regenerationseinleiter. Man nimmt, was man nutzen kann. Ja, wenn ich es denn da mal benutze. Ich krieg so viele Items, ich benutze sie zum größten Teil tatsächlich gar nicht. Bin mal gespannt, ob ich nochmal irgendwann zum Einsatz komme. Mal schauen. So, jetzt sieht das Ganze aus wie ein kleiner Irrgarten. Deswegen muss ich erstmal rumgucken. Da unten ist auf jeden Fall ein Überrest, den schnapp ich mir definitiv. Und ich mag...
ich mag diesen Königenschlechter Code sehr gerne zusammen mit dieser Waffe. Und auch die Fähigkeiten, die wir haben. Die sind wirklich viel besser und ich habe das Gefühl, ich durchbreche manchmal die Gegner der Verteidigung. Also das ist sehr gut. Nur ich muss ganz dringend raus hier aus der Lava. Nur der Gegner hat gerade sehr lange durchgehalten. Länger als ich gedacht habe. Ich habe zwar nicht mehr viel HP, aber ich muss da hinten die faulige Mistel aktivieren. So, und da hinten ist dann noch der Überrest, den schnappe ich mir auch noch. Oh, roll rüber, roll rüber, roll rüber. Ich habe auf jeden Fall gleich nicht mehr viel HP. Und da ist noch ein Item, das will ich auch haben. Will zu viel. Da habe ich sehr viel HP geopfert. Muss ich aufpassen. Der kleinste, okay, da kommt schon ein Gegner. Yakumo. Ich glaube an dich. Sehr gut. Zwei Hits von Yakumo. Die Gegner fallen um. Sehr schön. Da ist auch noch einer. Yakumo? Du musst mal übernehmen. Du hast mehr HP als ich übrig. Und ich flieg voll in die Lava. Oh, drei Hits. Yakumo braucht drei Hits. Warte, den Rest mache ich. Okay. Über die Lava komme ich nicht mehr. Wie mache ich das jetzt? Boah, noch gerade drüber gekommen. Da hinten ist wahrscheinlich noch irgendein Item, aber das würde ich nicht mehr überleben. Daher gucken wir mal. Da hinten ist wieder so ein großer, heftiger Gegner. Und ich brauche unbedingt eine Mistel. Bitte lass hier oben eine Mistel sein, weil die letzte Mistel ist sehr weit weg. Ich habe einen ganz schönen Weg wieder. Wenn ich jetzt keine finde. Lass mich raten, wahrscheinlich ist sie da hinten in dem Gang. Ich habe nicht genug HP. Da hinten leuchtet was, das ist keine Mistel, ne? Ich kann auch nicht mehr das Risiko eingehen, über Lava zu laufen, deswegen kann ich da nicht hin. Hier gibt es so viele Wege, die meisten führen aber da unten durch die Glut. Aber, ach nee, sag bloß, das ist die Leiter, die wir ganz am Anfang hatten. Okay, sagen wir es so, dann ist die Mistel jetzt doch nicht mehr allzu weit, da wir jetzt nämlich die Leiter hier aktiviert haben. Die Mistel ist hier irgendwo, da hinten ist sie. Dann gehe ich da mal eben hin, wir haben ja jetzt die Leiter, das ist so ein bisschen wie so ein Safe Point und dann komme ich gleich mit vollem Hiebel wieder hierher zurück. Wow, wir sind schon Stufe 81, wir gehen langsam auf die 100 zu. Okay, wir haben so gut wie volle HP und unsere Regenerations-Items haben wir auch wieder. Jetzt kann ich mich ein bisschen weiter durch die Lava kämpfen. Oder die Glut. Ich glaube, Lava wäre nicht allzu optimal. Okay, ich habe hier gerade in der Kiste einen neuen Blutschalter entdeckt. Und zwar edles Silber plus 6. Hm, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich den haben möchte. Ich werde ihn aber erstmal benutzen. Probeweise. Mal gucken, wie sich's auswirkt. Ich habe das Gefühl, das ist eher ein Schleier, der sich auf den Magier spezialisiert, den Magierpunkt oder sonst was. Oh, Regenerationsaktivierungsfaktor gefunden haben wir den hier. Werden wir gleich direkt mal aktivieren. Und Yakumo, wie man sieht, erscheidet keinerlei Glutschaden. So, Regenerationsaktivierungsfaktor. Zack, sehr schön. Kosten für den Aufstieg sind jetzt aber auch ziemlich extrem geworden. Feinde über uns. Oh, ein Hinterhalt. Okay, aber Yakumo, der hat es schon entdeckt. Er weiß Bescheid. So, zack. Da hinten ist ein Item, das will ich haben. So, zack. Feuerschutz, Tonikum. Klingt gar nicht mal so schlecht, da hier überall Feuer ist. Und Feuerschutz klingt demnach sehr interessant, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem schützt uns das nicht vor den Gegner. Das Feuer geht eigentlich. Es ist zwar, ne, man muss aufpassen, aber wenn man weiß, dass man aufpassen muss, ich meine, das ist Feuer, dann geht's eigentlich. Nur so ein Hinterhalt ist nicht so schön. Okay. Jetzt seid nicht, oh, ich wollte gerade sagen, jetzt seid nicht, ich hätte die Leiter runterhängen lassen müssen. Großer Gegner voraus. Okay, komm, Yakumo. Ich hätte mich vorher heilen sollen. Aber der Gegner ist doch kein Problem. Diese Gegner hatten wir schon am Anfang. Und Code Vein. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie gut die Verteidigung jetzt ist mit dem Schleier. Aber wir sollen rein theoretisch mehr feuerresistent sein als vorher. Oh, zu viel Lava, zu viel Lava. Wir kriegen so viel Damage. Okay, wir sind drüben. Oh nein, nicht die Dinger. Oh, okay. Schlau gemacht, Code Vein. Schlau gemacht. Die Dinger sind natürlich sehr schlimm, ne? Zusammen mit dem Feuerschaden. Auch bei dem einen Kapitel, wo man leicht runterfallen konnte, waren die auch sehr mies. Oh ja, genau. Warum nicht gleich 50 Stück von denen? Okay, greift mich an. Ausweichen.
Ich bin ausgewichen. Der Angriff, den einen haben wir. So, den anderen auch. Ich finde es auch interessant, wie sich immer so ein bisschen die Gegend halt komplett ändert. Jetzt zum Beispiel haben wir Feuer, hier müssen wir aufpassen mit der Umgebung. Ich meine, das ist offensichtliches Feuer, wir müssen aufpassen, wenn wir nicht genug Feuerschaden kriegen. Beim Eis, da mussten wir ganz genau hingucken, dass wir nicht irgendwo drauf treten, was uns den Tod beschert. Dann gab es halt noch die Kathedrale, wo man so halbwegs Rätsel, sag ich mal, lösen musste. Also man hat hier sehr viel Abwechslung vom Gameplay her. So, da oben steht einer. Aber kann er uns mal bitte sagen, wie man da hochkommt? Oh, von der anderen Seite anscheinend. Da ist eine Leiter. Da oben steht da. Hier ist eine Treppe. Okay, so viel habe ich schon rausgefunden. Okay, da ist ein Gang. Da ist auch eine Truhe. Muss ich von dort aus zu ihm kommen? Gucken wir mal. Jo, tatsächlich. Hier war ich noch gar nicht. So, ab durch die Glut. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, ausgewichen. Erstmal den Gegner eliminieren. So, dann kümmern wir uns um den Loot. Alles klärchen. Ja, ich glaube, das ist der Weg, der uns zu ihm führt. Oh, da wartet wieder ein großer Gegner. Einen Moment. Ich habe leider keine Regenerations-Items mehr, deswegen wird der Kampf jetzt interessant. Okay. Jakumo, danke schön. Oh, ausweichen, ausweichen. Sehr gut, Angriff, Angriff, ausweichen. Ausweichen. Okay. Jakumo? Ja, wow, durch... Oh nein. Was macht der? Oh nein. Nein, er hat es geschafft. Okay, das ist unser Tod. Danke, Jakumo, aber ich muss da raus. Hey, was war das denn jetzt? Oh, wow, wow. Wow. Okay, das ist es gewesen, würde ich sagen. Dann, ich schaff's gerade nochmal. Die Dinger hier zu erledigen. Habe ich das? Und er greift auch nochmal an. Ja, das war's. Okay, das war's. Jakumo hat mich wiederbelebt. Okay, das war's. Wow. Und das war jetzt aber auch fies. Der hat uns komplett in die Falle gelockt. So, das gibt eine schicke Revanche. Okay, jetzt kommt unsere Revanche. Da hinten steht da wieder. Aber jetzt werde ich natürlich nicht diese Kugeldinger anlocken. Oh, wow. Okay, ich bin noch ausgewichen. Dankeschön. Einen Moment warten. Danke. So, let's go. Jetzt kriegen wir dich aber. Jetzt habe ich auch genug HP. Bin ich Feuer und Flamme. Ja, komm nur her. Oh ja, den machen wir jetzt weg. Ja, guck mal. Weiß nicht, ob er den gerade wieder gestunt hat oder so, aber guck mal, er hat ja jetzt gar keine Chance. Ich war halt nicht Feuer und Flamme, weil uns die Regenerations-Item gefehlt hatten. Und da habe ich halt zu sehr passiv gespielt. So, und jetzt kommen die Klöpse. Da seid ihr. Ja, die haben halt auch an den Ecken gewartet. Die sind klug, die Dinger, und überleben gerade alle mit 1 HP. Ah, die machen mich fertig. Eieiei, die sind ekelhaft. Okay, jetzt greif an. Und ausweichen. Ach, der kommt gar nicht so weit. Jakumo, der ist ganz schlau. Er weicht nicht aus, sondern blockt. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, meine verlorenen Seelen. Mein verlorenen Dunst wieder eingesammelt. Und ein weißes Gewand bekommen. Weißes Gewand. Nee, danke. Muss nicht unbedingt. Und da bist du ja. Du hast uns nicht weitergeholfen. So, das hast du jetzt davon. Ich muss mich unbedingt regenerieren. Und wäre nicht schlecht, ich würde es, ich würde mich sehr freuen, wenn demnächst mal eine Mistel kommt. Und da unten ist eine. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ist nämlich länger her. Oh. Ach ja, komm, ich dachte gerade, du wärst ein Gegner. Nicht mehr wild. Halte durch. Wir halten durch. Machen wir. So, Stufenaufstieg. Wow, 3 Stufen, glaube ich, waren das jetzt. 85 sind wir. Schönes Ding. Okay. Oh, guckt mal. Wer hier ist? Wer bist du? Febe. Die heißt schon wieder anders. Das gibt's doch nicht. Ja, alles klar. Boss Fight incoming. Let's do this. Ja, wahrscheinlich kommt vorher noch irgendwas Interessantes. Mal gucken, wer jetzt auf uns hier wartet. Aha. Aber es wird nicht wieder der Schmetterling sein. Nein, Schmetterling plus Feuer. Ich weiß ja nicht. Oh, flinker Gegner. Oh, der sieht echt, der sieht übel aus. In Bezug auf nervig. Der sieht richtig nervig aus. Ist das eine Katze?
Ja, Emily, das hatte ich mir schon gedacht. Ich wollte es nur nicht sagen. Ich hatte es aber gedacht, es ist Emily. Oh, der Gegner sieht schlimm aus. Komm, Yakumo, reiß dich zusammen. Ich habe so ein ganz übles Gefühl bei dem Gegner. Aber ich habe Yakumo an der Seite. Das schaffen wir. Und die anderen, die gucken meistens, glaube ich, nur zu. Die anderen beiden. Wir sind ja dann doch, im Endeffekt sind wir ja doch nur noch zu zweit. Aber ich habe trotzdem ein ganz übles Gefühl bei der Nachfolgerin der Klaue, okay. Oh, oh, wow, okay. Guter Anfang für dich. Nach Klaue, aber du hast keinmal getroffen. So. Okay. Der war nicht schlecht. Hat gut gezogen. Jetzt sind wir am Zug. Oh, das ist ein flinker Gegner. Das ist ein richtig flinker Gegner. Wie soll ich den blocken? Okay, den muss ich wahrscheinlich blocken, nicht ausweichen. Gucken wir mal. Erstmal studieren. Danach können wir in die Offensive gehen. Okay. Warte, warte. Blocken. Okay, blocken ist angesagt dann. Nein. Oh, okay, jetzt Angriff, Angriff, Angriff. Und jetzt zurückgehen, da ich nämlich Heilung brauche. Nein, blocken. Oh, ich habe in dem Moment geheilt. Okay, die Yakumo. Dankeschön. Okay, wir haben ihn bis zur Hälfte gezogen. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, ist klar. Und bei der Hälfte erfüllten die dann immer so richtig aus. Okay, weiter Angriff, Angriff. Ich hab... Okay, Yakumo, dein Stichwort. Dankeschön, Yakumo. Okay, kurz passiv gehen, um mich zu heilen. Yakumo hat kaum noch Leben. Ich muss ihn heilen. Ja, ich habe ihn noch wiederbelebt. Okay, oder geheilt. Nein, nein. Ah, wir kamen so weit. Schade. Schade, schade. Okay, ich ziehe doch wieder meine GXM-Variante an, da die mir Verteidigung in Schlitzen gibt. Und ich glaube, das ist empfehlenswert. Okay, wir bekommen ihn gerade ziemlich gut down. Wir sind fast... Ja, wir sind wieder an der Stelle, wo wir letztens verloren haben. Ich hau gerade nur noch drauf. Ich habe jedoch leider eine nicht allzu optimale Waffe ausgerüstet. Nur, wir haben es gleich. Ich möchte jetzt nicht umequippen. Okay, wir haben sie. Die Waffe war aber keine gute Wahl, fand ich. Nebenbei gesagt, ihr habt jetzt den großen Hammer wahrscheinlich gesehen. Den habe ich mit dem Umhang auch nochmal umequippt. Aber der Umhang war, glaube ich, ganz gut auszuwählen. Aber die Waffe hätte ich doch lieber meine vorherige genommen. Ich wollte jetzt nur nicht während dem Ende des Kampfes wechseln. Ich habe aber jedoch gemerkt, der Hammer war jetzt nicht so gut. Ich hatte auch Übergewicht an meiner Ausrüstung. Oh, aber der Gegner, war halt sehr geschickt. Und sehr agil. Und das sind sehr schlimme Gegner meistens. Er war schon heftig. Definitiv. Oh, wieder so ein großes Ding. Hatte ich mir aber auch schon gedacht. Und rein geht's. Und wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Part.